Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zu einem weiteren Adventure-Pack mit Ego Whitey. Tag. Und wir spielen Sonnenkratzer. Möchtest du was dazu sagen? Ja, neues Element, neue Adventure-Packs, zwei Stück insgesamt und einmal Licht, einmal Schatten. Und ja, wir fangen heute an mit dem Element Licht und, wie Maria schon sagte, Sonnenkratzer. Und wir legen gleich mal den, wie heißt er? Nightlight. Nightlight stellen wir gleich mal aufs Portal, der bei diesem Pack mit dabei war. Seht mein Licht. Geil. Ja, ne? Da läuft doch schon der Skylander, ne? Aha. Ja, warte. Mach ich mein Lieblings-Skylander. Bring das Boom! Und jetzt sind wir hier und setzen direkt mal das Level drauf. Guck mal, wie er leuchtet. Ja! Schön. Sei gegrüßt, Portalmeister. Etwas Erstaunliches ist passiert. Dieselbe kolossale Explosion, die den Wolkenknacker-Knast zerstört hat. Schön! Hab die ganze Zeit voller Piepen auf dem Ohr. Ja? Dann drück nochmal auf Verbinden auf der linken Seite. Kann ja auch sein, dass er daran liegt. Können wir ja nochmal neu starten. Ah, nee, das ist an und aus und. Ja. Das Level leckt gerade. Der Skylands. Und offenbarte zwei neue Elemente. Eins war reines Licht und das andere dunkelster Schatten. Nun ist ein mysteriöser Kristallturm erschienen. Berstend von der gewaltigen Energie elementaren Lichts. Du musst sofort aufbrechen und ihn untersuchen, diesen Sonnenkratzer. Kriegen wir ihn, oder? Ja, klar. Ja. Schade, dass es etwas rumgebackt hat, aber können wir mit leben. Wir reisen natürlich dahin. Ach, guck dir mal den Schurken an. Ich sage dir, der ist geil. Ich sage dir. Der ganze Hintergrund sieht schon so geil aus. Da hat Activision sich was einfallen lassen. Absolut hammergeile. Na, Max! Was sagt man dazu? Mein Teleportationsgerät hat funktioniert. Ich muss zugeben, dass ich Zweifel hatte. Große Feuerräder! Es knistert hier nur so vor Lichtelementarenergie. Sowas habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Anscheinend erzeugen diese Energiesäulen gigantische Kräfte. Tja, wenn wir die Sache untersuchen sollen, fangen wir wohl am besten bei den Säulen an. Du weißt, Meister Ion sagte, es könnte hier gefährlich sein. Also Vorsicht. Ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Oh je, ah, wie geil schon seine Flügel aussehen. Alter. Drück mal zweimal X. Also XX. Ich fliege! Sehr geil. Hammer. Hammer mit Regenbögen. Alter. Eine Lichtaura. Wie geil. Das. Wow. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich feiere es total. Guck mal, der Ritter. So, du hast das schon gespielt, ne? Ich dachte nicht, wie oft. Mehrmals auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Und wir können schon da rauf, ne? Warte mal, lass uns nochmal zurückgehen. Bevor wir irgendwas übersehen. Genau, wir wollen natürlich versuchen, alles einzusammeln. Mach mal nicht so einen Krach hier. Entschuldigung, ja, ist doch gut hier. Schnauz mir doch nicht so an. Ich freue mich, dass ich endlich wieder mit Boomer spielen darf. Soll ich dir ein bisschen Nightlight vorstellen? Ja, wenn gerne, du, wenn bitte. Du einmal Dreieck drückst und dann sofort Kreis hinterher, dann macht er so eine, da, zack, eine Teleportation. Jawohl. Und wenn du Viereck halten drückst, macht er eine schöne Kombo. Zack, jawohl. Yay. So läuft der Hase. Ich finde seine Flügel so atemberaubend geil. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Wieso nicht des Lichtelements? Was soll das denn? Luft? Wer braucht schon Luft? Niemand stoppt das Boom! So, hier kommt man nicht hoch, ne? Wo? Hier, ich habe gerade versucht, hier hochzuspringen. Nee. Da kommen wir noch nicht hoch. Gibt's hier was? Nein, wir müssen. Ich springe immer provisorisch überall runter. Du kannst ja mal versuchen, rüber zu fliegen. Ja, klar.
Ja, nein. Schade. Er ist so schön. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Ah, Traptanium, wir brauchen einen Ich hab einen Trapmaster. Das wollte ich gerade sagen. Darf ich bitten? Und es gibt auch schon eine Kiste. Eine ehrenhafte Tat. Er ist ja schon geskillt und aufgelevelt. Guck, wie viel Gold er schon hat. Der ist reich. Ah, Boomer hat noch nicht so viel. Aber ich glaube, der hat auch schon alles. Ja, der ist auf jeden Fall auf der Dynamit, auf dem oberen Weg geskillt worden. Hey, ich wette, du fragst dich, wie ich so schnell hierher kommen konnte. Und warum ich leuchte. Ah, seltsam. Egal, wir müssen weiter. Aber da scheint ein Spiegelblock an der falschen Stelle zu stehen. Wenn du deine legendäre Skylander-Kraft einsetzt, um ihn an die richtige Position zu schieben, wird sicher die Kraftfeldbrücke aktiviert. hoffe ich. Die legendäre Skylanders-Kraft. Yeah. Aber den Witz bringen sie nicht zum ersten Mal mit dem, du fragst dich, wie ich hierher gekommen bin, wie das so schnell ging. Das machen die da irgendwie öfter. Wieso stehst du da im Lichtstrahl? Ich wollte mal gucken, wann du das begreifst. So, lauf rüber. Na, du gehst vor. So, was gibt's denn hier Schönes? Ein Hebel. Ein Hebel? Oh und, nein. Und Bücher. So, jetzt kann man hier... Oh, Bücher. Wie viel Krach du mit dem Ding machst? Ich schmeiß gleich die Figur Komm, vom Portal. Ja, ich mach das schnell weg, weil... Wow, da ist das erste Mal seit Wochen wieder mit Boomer. Ich freue mich ein bisschen. Lass mich doch mal freuen hier. Ja, na gut. So, jetzt kriegst du die Vögel. Halt, ist mir auch egal. Oh, die sind ja süß. Ja, ich bin cooler. Die Natur siegt immer. Du musst wissen, ich habe so einen Drückerfinger, weißt du? Ja, ich merk das schon. Wenn ich nicht zum Drücken habe, dann läuft das nicht. Oh, hier ist eine Quest. Ja, wenn du da jetzt drückst, dann weißt du, wie der Schurke heißt. Möchtest du das? Nee, ich möchte erst den Schurken fangen. Ja, okay. Dann drückt der noch nicht drauf. Pass auf die Stachel. Ja, Gott. Ich hab Skill. Vergiss das nicht. Oh, du hast genug Leben, würde ich eher mal so ja, sagen. Ja, das auch. Stimmt, der hat eine beeindruckende HP-Anzeige. Da gehen wir noch nicht rein, weil dann sind wir nämlich zu weit gelaufen. Ja, ich wollte nämlich auch hier runtergehen. Oh, immer kaputt, ja, sehr gut. Ja, natürlich. Schriftrolle. Die müssen wir uns bitte anhören. Ja, ich hab die noch nicht natürlich einmal gehört. Hören wir die uns an. Ich habe das schon mehrfach gespielt und immer drücke ich nein. Betrachtung von Boom, Anhang. Oh, es gibt Anhänger. Zwei. Anhang zwei, alles klar. Als ich meinen ersten Papierflieger als Kind gebaut hatte, wusste ich, dass ich zum Piloten bestimmt war. Diese Schwalbe fliegt selbst heute noch zuverlässig über die Skyline. Weiß Bescheid. Yep. Alles klar. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Lass mich mal gucken, aber nein. Gut. So, dann himmelwärts. Oh. Hier ist ein Elementator. Dann wechsle ich mal. Möchtest du den nicht drauflassen die ganze Zeit? Wir haben ja noch einen, den wir noch nicht gezeigt haben. Ja, das stimmt wohl, ne? Ja, das stimmt. Der Hammer haut rein! So, er ist auch voll geskillt, glaube ich. Ich meine schon. So. Der Wall. Der Wallop. So, was haben wir hier? Entschuldigung. Ich komme da nicht hoch. Ja, du musst... Na? Nein, nicht. Wir gehen hier so lang. Ich. Darf ich formen? Oh, so, jetzt stürzt das Spiel ab. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist Ende. So. Einmal schieben, bitte. Ich schieb von hinten. So, jetzt hier runter, ne? Aber nicht zu weit. Genau, dann den Stein nach vorne, bitte. Alles klar. Dann fliegst du rüber zu der Bombe, wenn ich ein bisschen Platz mache. Ja, genau. So, mit der Bombe jetzt hier runter, bitte, bitte, bitte. Ja. Und dann erstmal hier vorne hin. So, da drauf werfen. Zack. Genau. Schieben. Und dann ganz, da. Und das Ganze nochmal. Wow. Ups. Ups. Oh,
Wir teleportieren uns gegenseitig hin und her. Oh, ist das nervig. Ja, auf so einen engen Raum zu zweit ist schon knifflig. So, guck jetzt. Zack. Hat das jetzt geklappt? Ja, sicher. Ja, wunderbar. Ey, ey, ey. Wir müssen da zeitlich abstimmen. So, jetzt läuft der Hase. So. Du darfst. Mann, ey, was eine komplizierte Kacke hier. Eine Glühbirne. Glühbirnenhut. 17 kritischer Treffer. Nehme ich. 17. Zeig mal. Ihm geht ein Licht auf. Super. So, ich nehme mal die Bombe mit. Einfach mal so aus Spaß, weil ich es kann. Und weil du alles weißt. Ja. Wer viel weiß, muss sich mehr merken oder irgendwie so weiter. Wer alles weiß, muss sich mehr merken. Nicht da drauf. Ich gehe nicht drauf. Gut. Nur so ein kleiner Tipp so, ne? Weil ich kann halt aus Erfahrung sagen, ich habe das 50 Mal gemacht, bis ich begriffen habe, was ich machen muss. Also da drumherum laufen. Bitte einmal. Genau. So. Anders kommst du nicht zu dem Traptanium. Wie fies! Ja, und jetzt pass auf, was da drin ist. Überleg mal, du läufst da so gnadenlos dran vorbei. Ja. Was? Boah. Leuchtklinge. Activision. Er ist so geil. Ja, komm. Er ist so geil. Komm, ich bin mal so frei, ne? Alles klar. Darf ich? Ja, mach. Soll ich? Oder ja, soll ich nicht? Da war schon der Mond zu sehen. Ja, ja. Ich finde sie alle. Komm mit Gehirnhut, weiß Bescheid. Nightmare. Den hab ich nicht draufgesetzt, das war er. Wie cool. Huh. Huh. Ich hab nichts gemacht, ich hab mich nicht bewegt. Ja, ich war das. Ich dachte, ich bin mal so einfach, frei. Werd einfach mitgerissen. So. Huh. Ja. Hi. Grenzenlos. So, das war's hier eigentlich auch schon. Alles klar. Und, ja. Aber sieht auch cool aus mit dem blauen Haaren und dem blauen Schweif. Ja, auf jeden Fall. In dieser Zone sind Skylander des Technologie. Na, da war das nicht. Aber auf den müssen wir auch. Guck mal, da vorne ist eine Bombe. Oh, ja, einmal mit dem Hammer fällt. Ich wollte da mit der Bombe. Oh, danke. Bitteschön. Gehst du wohl da weg, dann? Jetzt lass mich doch mal angreifen. Ja, entschuldige. Damit die doch mal sehen, was hier los ist. Ja, okay. So, diese zack, zack, nice. Zack. Da unten sind aber noch kleine. So. Mein Gott, einmal den Hammer geschwungen. Urlaub ist halt voll cool. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ja. Und da ging es, glaube ich. Da war, glaube ich, kein. Nee, doch, hier war auch eine Absperrung. Okay. Gut, dann können wir weiter. Wir können ja hier vorne nochmal gucken, aber ich bin der Meinung, hier war. Nee, nichts. Absperrung. So, wir bauen die Bombe. Ich sehe es. Dann hol mal. Mache ich. Galopp, galopp. Und das Wort, was du in deinem Unpacking suchtest, war Zentaure. Ja, habe ich gerade gesagt. Achso. Hast du nie mitgekriegt, ne? Ich hab dir nicht zugehört, ne? Ja. Nachdem mir das 20 Mal in die Kommentare geschrieben wurde, wusste ich es mittlerweile auch. Ne? Und jetzt sage ich es ihm nochmal. Ja, danke. Ja, man lernt ja auch nie aus, ne? Eben. Ah, stopp, wieder zurück, nochmal die Bombe. Toastscheibe, du hast die erste Energiesäule erreicht. Ich wette, dass etwas Wundervolles passiert, wenn wir die Energie auf die Kristallnadel in der Mitte umlenken. Aber das sind reine Vermutungen. Scheint verbarrikadiert zu sein. Also brauchen wir so eine Bombe wie die, die du gerade benutzt hast. Oh, wie praktisch. Sie mit ihrem Toast, ne? Möchtest du die Bombe holen? Ja. Dann lass mich auch durch. Nee, du bist viel breiter als ich. Ich kann doch nichts dafür. Hast du mich gerade fett genannt? Nein, breit. Korpulent. So. Na. Ja, die Bombe muss doch erstmal zünden. Energiestrahl in Position gebracht. Jetzt wird er zur Kristallnadel umgeleitet. Und bingo! Das erste Siegel ist gebrochen. Ja!
wie sie abgeht. Ja, habe ich auch so gedacht. Die feiert sich ein bisschen gerade. Ich meine, woher soll ich das wissen? Ich bin ja kein gruseliges Monster, das versucht, aus einem uralten Gefängnis zu entkommen oder sowas. Okay, also jetzt musst du nur das Gleiche bei den drei übrigen Säulen machen und wir haben es geschafft. Die verbirgt doch was. Natürlich. Also mir wurde auch schon geschrieben, mach dich auf Überraschungen gefasst. Und ich bin gespannt. Pass auf, da kommt ein Stachel. Ja, das ist eine Überraschung. Da kommt doch einer. Das zieht mir doch nur 20 ab oder so. Ja, und? Brauchst du deinen Skyliner nicht leiden lassen? Ehrlich. Warte, warte, ja, genau. Whee! So wäre Reisen viel einfacher. Eine Schurkenkiste. Aha. Welchen Schurken wollen wir nehmen? Ja, such dir einen aus. Chompy. Tiger Chompy. Ja, das stimmt. Mit Früchtehut, wohlgemerkt. Es passte irgendwie. Wo ist der denn? Ich, hallo? Da. Hä? Hier. So. Hallo. Ich bin Tiger Chompy. So. Ich komme, um das Gold zu holen. Das wird eh geteilt. So, jetzt komm mit. Na, warte mal lieber. Da geht's nicht runter. Hab ich schon gesehen. Ja. Ach, das hast du schon gesehen? Ja. Wow. Und ich habe meine Brille diesmal nicht auf. Wow. Siehst du mal, was ich alles kann. Provisorisch erstmal nach hinten gehen. Ja, das ist irgendwie das Geile in der Krankheit. So, ich glaube, ich wechsle aber meinen Skylander. Ja, ja, gleich kommt der Hörerwunsch. Ich wollte tanzen. Oh. 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 Da möchte ich auch wechseln. No. Oh. Oh. Guck ihn dir an, Winterfest-Lobster. Ja, in 2 Tagen ist Weihnachten. In 2? Ja. Das in Video 2? Kommt Montag. Okay. Heute ist doch Montag. Springen! Auf. Du hättest mich vorwarnen sollen. Ich hab doch früher genug gesagt, springen. Na egal, wir hätten sowieso hier runter. Wir hätten sowieso hier runter gemusst. Ich wollte einfach nur so... Ich wollte das alles dramatischer klingen lassen, weißt du? Weil hier total vorne, theatralisch. Du glaubst es nicht, der Flügel dafür. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, dafür bin ich da, um dir das zu zeigen. So, darf ich mich mal eben schnell fertig kochen hier? Danke. Die Sterne sind das Bitte. Ziel. Ja. So, ab dafür. Boah, wie gold ich jetzt schimmer. Mein wow. Alles klar. Ich glaube, die Gegner sind erledigt. Ja. Hier ist auch so weiter nichts mehr, wenn ich das mal so sagen darf. Das war's? Ja. Jetzt können wir wieder hoch. Pass auf. Oh, Alter, der ist richtig heavy. Was? Pass auf, der hat eine... Wer? Der da. Dieser Chom-Chest mit einem Maschinengewehr. Was? Ja. Ich sag es dir. Statt auf Schweren, der hat sofort einen Skylander bei mir erledigt. Zack, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Boom, weg war ich. Was hast du denn da für ein schönes Schmuckstück da am Funnybone? Oh. Schön, ne? Ja, ich bin total schick. Okay, Kompadre, so, Bass möchte mit uns. Wie großartig dieses Spiel Himmelsteinschmettern ist. Ich weiß, es ist nicht so wichtig für die Mission oder so, aber hast du Lust zu spielen? Na klar. Immer. Blitz, legen wir los. So, wer spielt denn jetzt? Du, ich? Beide? Ich anscheinend. Dann kann ich ja mein Pad weglegen. Finde ich es jetzt mal fair hier. 10 zu 10. Ja. Bruiser Cruiser. Weg mit Shield dir. Also ich hätte es ja wieder komplett anders gespielt. Ja. Ist okay. Krankenstein. Ah, wir haben ihn schon was abgezogen. Ja. Was macht er denn mal? Ach ja, verwandelt eine Karte unten, in einen Schaf. Nimm den ganz aber unten, dann ist vorbei. Das ist viel besser. Genau, jetzt ist nämlich Schluss.
Du scheinst gewonnen zu haben. Red doch nicht mit mir, wenn ich nicht gespielt habe. Was ist denn los mit dir, Sam? Guck mal, ich bin immer noch gekocht. Wenn wir nochmal spielen würden, könnte eines von beiden anders sein. Auf Befehl. Jawohl. Alles klar. Das war's wohl. Darf ich den Hebel umlegen? Ach ja, das ist die Hand. Ich muss kurz gucken. Streichelt die Hand. Streichelt die Hand dich schon? Streichelt wie? Da gibt's eine Verbesserung. Die streichelt dich dann und dann kriegst du Lebenspunkte wieder. Oh, wie süß. Er hat aber noch nicht alles. So. Ah, das ist voll gemein, dass das durch die Brücke durchgeht. Springen, springen. Oh. Ich bin gesprungen. Ja, ich glaube, war mein Fehler. Ich glaube, der Winnie Fest ist nicht da so gut dafür geeignet. Da muss man lieber einen kleinen nehmen. Oder einen, der fliegt. Dino-Macht! Dino-Macht! Ich mag ihn. Macht immer noch, Macht. Nein, Dino-Macht. Macht. Dino-Macht. Ehrlich? Jetzt spring! Ich bin gesprungen! Weil er ein halber Automat ist. Quasi. Gut, kann sein. Ah, Dino-Macht passt auch. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. So, wir stellen uns hier hin. Nein, warte, pass auf, ich laufe. Eins, zwei, drei. Spring. Das müssen, ist doch nicht so. Wir müssen normal. über den Strahl springen, glaube ich. Ja, aber was ist, wenn nicht einer von uns beiden nicht schafft? Ja. Ich hab's geschafft. Ich ja, auch. Voll. Aber hier drunter ist was. Schätze. Nur Schätze, ne? Yes. Gut. Na! Ah! Du hast mich eingesperrt, dafür kriege ich Schätze. Sperrt er mich einfach ein? Entschuldigung. Mehr brauchen wir hier nicht tun. Nee. Ja. Du bist weg? Ja, ich bin runtergefallen. Ja, ist doch mal. Oh. Du bist weg. Ups. Man darf Entfernungen nicht unterschätzen. Nein. Hui. Also Juhu. Einer von uns beiden ist nicht drauf und ich bin nicht mit. Warte, was? Schloss. Ach so, nee, hast ja noch nicht. Mit dem kannst du ohne Dingens Schlossrätsel kaputt mit machen. Mit Blaster mein? Yes. Wusste ich noch nicht. Die cool. Seelen, ist die Seelensteinfähigkeit. Ach, jetzt habe ich das verraten. Oh nein, wir können das zu zweit spielen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Wasser. Zu zweit ist irgendwie komisch, kann das? Ich glaube auch. Zu zweit ist das echt komisch. So, der Block ist weg. Jetzt gehen wir da runter. Ja. Ich hatte doch Wasser. Ja, du hast doch alles richtig gemacht. Mach jetzt dahin. Du hast doch einen Stein. Wo ist dein Stein? Irgendwie bin ich derjenige, der was machen muss, kann das? Ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen. Du hast doch gerade da oben so einen Stein weggenommen, oder nicht? Ja. Kann doch nicht sein. Boah, zu zweit ist halt echt komisch. Nee, ehrlich jetzt. Wie kriege ich denn den anderen jetzt am besten weg? Das ist eine gute Frage. Kannst du nicht schon den Seelenstein vom Blaster meint haben? Nein. Komm mal bitte hier runter. Das kann doch nicht sein. Du musst doch schon. Huch! Was hast du denn gemacht? Schon. So, komm mal runter und jetzt machen wir nochmal. Komm. Jetzt ist er da oben wieder. Was? Was soll das denn? Das gefällt mir nicht. Nee, das ist uncool. Aber so richtig uncool. Warte, jetzt habe ich ihn. Warte, wir gehen jetzt da runter. Komm. So, zack, zack, fertig. Mann, ey. Was? Jetzt kommt aber noch mit. Nee, doch nee, nicht. Nee, jetzt hör mir auf. Ey, nochmal. Dino-tastisch. Ja. Was sagt man dazu? Schon wieder verbarrikadiert. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, jemand versucht, den Zugang zu diesen Energiesäulen zu blockieren. Es ist fast, als wollte uns jemand an unserem Vorhaben hindern. Gut, dass wir mehr Bomben haben. Das ist mir nicht ganz geheuer. Boah, der ist richtig abartig. Pass auf den Strahl auf, den er macht. Spring hoch!
Ja, mein Fehler, Entschuldigung. Okay, ich hatte mich gewundert. Ich bin einfach runtergefallen. Du darfst ja nicht in der Lücke reinspringen. Also in die oben, nicht die hier. Ja. Dann fliegst du nämlich da wieder runter. Ah. Sind die Gegner dann wieder voll, oder? Keine Ahnung. Warte mal. Lass mich mal wechseln. Ja, lass mal ein paar Starke hier drauf machen. Alles klar. Wen nehme ich denn? Seht mein Licht. Obwohl, ich nehme dich. Wildfire. Ich halte euch ein. Er hat einen schönen Hut, ne? Voll, so ein Mülleimerdeckel, super. Das passte irgendwie. So, jetzt, guck mal, siehst du, hier ist ja auch Licht stärker. Und jetzt kriegt der Kunde, was er braucht. Geh weg mit deinem Strahl. Ja. So, siehst du, zack, hat sich doch schon der Fisch hier erledigt. So. Hier gibt's aber nichts weiter jetzt zu sammeln. Ne, jetzt müssen wir erstmal mit der Bombe diesen zweiten Lichtstrahl da kaputt scheppern. Mhm. Nicht wieder da reinfallen. Ja. Junge. Heilige Toastscheibe mit Zimt und Pekannüssen. Jetzt ist die zweite Energiesäule in Position. Sie hat einen schrecklichen Geschmack. Das war's. Das zweite Siegel ist gebrochen. Bald wird sich die Tür öffnen. Kann man sich so feiern dabei, frage ich mich. Gut gemacht, Skylander. Okay, zwei erledigt, zwei vor uns. Max? Ich spring mal rein. Ne? Ich bin mal so frei. Durfte ich mal so frei sein? Da war nichts mehr. Ich kann es dir so sagen, wie es ist. Okay. Huch, in Kristall rein. Yes. Ah. Wie alles auf deiner Seite ist. Boom. So, stopp, nicht kaputt machen die Dinger jetzt, sonst kommen wir nicht mehr da vorne hin, glaube ich. Ein schönes Tor, ja, welche Dinger. Einfach durch. Ja, alles gut. So, alles erledigt. Einen Trapmaster vom Schattenelement. Schattenelement. Ha. Jetzt spiele ich dich auch mal. Ja, war Activision ja schlau, ne? Ja. Schön im Licht-Adventure-Pack einen Schatten-Skylander reinzumachen. Um dieses Tor zu öffnen. Ach, guck mal, wie geil die zusammen aussehen. Ja, stell dich mal neben. Ach, guck mal. Eigentlich musst du dir vorstellen, bei Nightmare ist das Schwert auch noch am Leuchten. Hm. Aber die ist jetzt leider nicht geskillt. Sonst wird jetzt hier alles leuchten. In Kammer der dunklen Energie. Ein Hütchen. Möchtest du den Ball rollen? Wo muss der denn hin? Ja, unten. Da ist so eine Einkerbung. Da ist schon erledigt. Ja, man kann es einfach, ne? Ich bin ein Pferdchen. So, wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier... Ich weiß nicht, was hier drin ist. Aha. Nett? Boah! Klar, hell. Soll ich den aufsetzen? Ja. Plus 35 kritischer Treffer. Guck es dir an. Hammer. So, ich bin mal so frei, wenn ich es kann. Na, dann will ich doch mal fliegen. Darfst du aber nicht. Hinter dir. Huch. Ja. Dumm bleibt dumm, würde ich sagen. Ne? Okay, was ist da passiert? Ja, wenn die Gegner da in den Strahl reingehen, dann kriegen die Schaden. Das ist nicht so wie bei uns. Oh. Wir haben ja die Macht der Skylander. Wir sind voll Pro. So, hier auch einfach, ne, immer hin und her, immer... 100 Schaden, also, ne? Ja, gleich kommen noch dickere Gegner. Und wir können auch kämpfen, wenn du möchtest. Och, mach mal. Ja, wir können die auch über die Brücke kommen lassen. Ja, kommen sie noch nicht mal. Ich weiß, das ist jetzt nicht so spannend, ne? Aber man muss sich ja auch mal ausruhen, ne? Ja. Wenn man Skype guckt, ja, siehst du? Fürs Nichtstun einfach mal so einen Stufenaufstieg am freien Mann hier, ne? Ich kann mich noch nicht mal bewegen, weil du die ganze Zeit rumdrückst. Ehrlich? Ja, siehst du, guck, schließlich schon fertig. Was soll der Geiz, ne? Eben. An die Waffen! Stufenaufstieg! Nein! Ich wusste es ganz genau, deswegen habe ich mal nichts gemacht. Komm, wir machen das nochmal ganz gediegen. Komm, wir gehen mal hier rum. Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Und dann
Und dann gehen wir einfach hier so lang. Ja, siehst du. Yeah. Weil ich kann den hier noch runterschieben. Ja. Springst du einmal da, geh mal eben auf die Brücke, ja? Hier ist was! Ja, damit! Selbstbedienung gestattet? Mhm. Aber alle haben wir noch nicht. Nee, das stimmt. Ich glaube, da fehlen noch ein, zwei. Da vorne ging es nicht lang. Doch, hier oben. Nach wieder, ne? Oben! Wo bin ich? Da. Guti gut. Da sind noch ein paar Schätze. Ja, alles mitnehmen, ne? Nichts liegen lassen. Ich lasse gern so kleine liegen. Wurde sich auch schon öfter drüber aufgeregt, aber meistens ist das dann so bei Charakteren, die eh schon alle Fähigkeiten haben. Da renne ich nicht 2 Meter zurück und sammle alles ein. Für 2 Schätze. Ja gut, das stimmt. Wenn du schon alles hast, dann geht das auf jeden Fall klar. Wasser? Gegner! Weg mit euch! Ah, Persephone. Guck es dir an. Ja. Ich glaube... Warte mal, komm noch mal zurück. Warte, was ist denn? Ich möchte jemanden verbessern. Okay. Ich glaube, Wildfire hat noch nicht seine letzte Fähigkeit. Ich halte euch ein. Genug Kohle hat er auf jeden Fall. Das stimmt wohl. Jaha, halte Viereck, um in den Hitzeschildmodus zu wechseln. Drücke dann erneut Viereck, um dich in einen wilden Feuerlöwen zu verwandeln. Immer her damit. Volle Pulle. Ja, jetzt haben wir her. Juhu. Nochmal Viereck. Na, komm. Wumm. Sehr cool. Böse, aua. Du bist böse. Und weg. So, erledigt. So. Ja, da müssten wir das. Ich weiß, ihr habt das bis heute nicht verstanden, aber wir müssen so. Und jetzt ja ganz schnell rüberspringen. Oh, ich habe mich reingestellt. Ist nicht schlimm. Okay, dann geh du erstmal. Ich bin schon da. Ja, aber wenn ich reingehe. Ja, ich. Pass mal auf, wenn man das mal... Ich kann's halt. Spitze. Spitze. Hallo. Muhaha. So, warte mal. Ich hab immer sofort die Kisten da verschoben und ich glaube, ich habe immer irgendwas verpasst. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwas verpasst hier. Yes. Da siehst du, ich wusste es doch. Obwohl, da kommen die Gegner, glaube ich, oben raus. Ja. Weil hier sind sie auch. Alles klar. Hui! So, jetzt müssen wir erst wieder die Gegnerziele kaputt machen. Ah, die kommen automatisch da raus. Mhm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich gegen die Tür gehauen habe. Ich überstrahle alle. Einmal die Kiste schieben. Okay. So, hier sind noch ein paar Schätzchen. Da muss eine Bombe hin. Sprungkissen. Wo ist denn die Bombe? Oben. Wie oben? Ja, oben. Wo denn? Da ist sie doch. Da. Und tschüss. Tschüss. Interessant. Muss man wissen. Der legendäre. Eine Ritterstatue. Schön. Gold und Glitzer. Alles klar, dann können wir wieder rauf. Zack. Oh ja. Oh ja. So. Ja, gut. Vors Gesicht. Du standest mittendrin. Ja, ich habe mich getroffen. Das ist viel schlimmer. Ja, fail. So, jetzt aber. Alles oder nichts. Jaha. Aua. So, wir wollen einfach nur warten. Ja, oder auch nicht. Quatsch. Wozu warten?
Zeig mal deine Löwenform, Bestienform, Ausrastenform hier. Ja, warte, wir bauen erst nochmal eine Bombe. Bumm. Wunderbar. Machst du das andere? Was war das denn? Jetzt rauf da. Sag mal. Was ist denn los mit dir hier? Es will nicht. Warte. Ja, jetzt. Werf mal die Bombe weg. Weil wir brauchen nämlich eine. Der Whitey kennt sich aus. Komm, weil ich schon 50 Mal gespielt habe. Und bumm. Heilige Toastscheibe mit Zimt, Pekannüssen und etwas Puderzucker. Du hast den letzten Strahl in Position gebracht. Warum? Das ist armer Ritter, was die da erzählt. Aber sie hat nicht gesagt, dass sie es auch in der Pfanne wendet. Ach so, ja gut. So würde ich es nicht essen. Ja. Okay. Wieso treffen wir uns nicht drüben im Turm? Ich muss dir etwas zeigen. Jetzt würde ich misstrauisch werden. Das bin ich schon die ganze Zeit. Nightshade. So, ja, danke schön, Nightshade. Ab dafür. Ich bin gespannt. Ja, wäre ich auch. Da du so nett warst, die Lichtenergiestrahlen auf den Turm zu richten, dachte ich mir, dass du zuerst sehen solltest, was soeben Wunderbares geschehen ist. Haha, du hast mich für Max gehalten, aber ich bin niemand anderes als Luminous, der fiese Herrscher des Lichtelements. Der hat eine ganz schön liebe Stimme für einen Schurken. Luminous. So. Okay, es war nicht die echte Max. Lass uns den Chef Pepperjack mit reinnehmen. Okay. Nur so vorsichtshalber. Chef Pepperjack. Okay. Er weiß, was er tut. Hey. Wow. So, wenn jetzt gleich die Schilder da weg sind, dann müssen wir sofort angreifen. Auf den freien Mann hier. Oh, ich wollte gar nicht mit Chef Pepperjack spielen. Ja, dann nimm den Löwen wieder. So, pass auf, da sind wir jetzt wieder weg von den Strahlen. Hup. Böse. Huch, daneben. Leuchtsterne. Ah. Pass auf. So, genau, die kannst du kaputt machen. Dann trifft er den dann nämlich. Warum denn so finster? Ups. Sollen jetzt immer wieder hier die Dinger kaputt machen, dann gehen dann nämlich von ihm auch die Schilde weg. Ah, ich bin schon wieder reingelatscht. Wenn er uns hier nochmal was geben würde. Wieso latsche ich denn rein? Als wenn ich etwas mehr Licht ins Dunkel bringen dürfte. Ich traue mich nicht mehr drüber zu springen. Soll ich noch mal das Denken im Arsch? Wow. Pass auf, du bist gleich kaputt, ne? Ja. Drehen die sich andersrum? Konzentration. Weißt du was? Ich habe dir noch gar nicht die ganze Energie gezeigt, bei deren Erzeugung du mir unwissentlich geholfen hast. Komm, Skylander, hier entlang. Oh, das geht jetzt sofort weiter. Wir müssen nicht hinterherlaufen. Ich habe auch erst gedacht, ich wollte erst wieder zurücklaufen und da war der schon da vorne und hat ihn wieder angegriffen. Da muss jetzt aufpassen, die Strahlen. Wir müssen die Dinger hier kaputt machen. Böse. Wow. Deine Säulen auf mich regnen. Na
Ja, jetzt ist er gleich kaputt. Jetzt ist er gleich kaputt. Ich kümmere mich um die anderen Teile hier. Ja, sehr gut. Ja, böse. Ja, jetzt. Jetzt aber den Gnadenstoß geben, ja? So, komm schon! Ist doch schon besiegt, aber... Das! Luminous besiegt. Angst! Gut, er kriegt immer noch Schaden, der Kunde. So, er braucht eine Lichtfalle. Eine Lichtfalle! Keine Sorge, bestimmt. Bye-bye! Beeindruckend! Und ich sage das nicht leichtfertig. Selbst in der Niederlage strahle ich wie ein Stern! Guck mal, wie locker der das nimmt. Der will sogar zu uns. Der weiß ganz genau, wo er hingehört. Ja. Das nenne ich mal ein Schurken. Ja. Der freiwillig in die Falle geht. Yes. Absolut, ja. Absolut. Und der ist auch noch richtig stark. Tada! So, Belohnung gibt es auch noch. So, ich bin der Meinung, wir haben bestimmt irgendwas übersehen, ne? Mit Sicherheit. Ja. Stimmt, eine Schatzkiste. Alle Gebiete gekommen. Guck dir an. Ein Gebiet. Und da war dann die Schatzkiste. Ja, oder und nur ein Hut. Ja. Aber was war... keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich nicht. Bei mir fehlt das auch noch. Ja, aber wir haben es fast geschafft. Yes. Yes. Sagen wir mal 90%. Na komm. 95. Ja. Hier fehlen ja nur zwei Teile, also drei Teile, sagen wir 97%. Schön war's. War ein cooles Adventure-Pack, ne? Ja, definitiv. Man muss auch mal sagen, nach dem Aussehen her und auch hier mit den Welten selber, die sind außerdem Lightcore, die 30 Euro sind da gut investiert, würde ich mal. Also meines Erachtens nach, ne? Finde ich die gar nicht. Und es sieht auch noch mega cool aus. Das schimmert hier am Sockel und bei dem Skylander schimmern die Flügel voll. Sollen wir einmal den Luminous zeigen? Ja. Guck mal hier, richtig stark. Guck mal hier, erstmal hier, ne? 95er Schaden hier am Mann. Richtig geil, dieser Strahl. Dann kann er hier so einen Kristall holen, der dann auch nochmal hier schön den Strahl macht mit 238er Schaden. Und der kann hier so einen Riesenstein runterholen mit über 400er Schaden. Also, ich sag das auch. Es werde Licht. Geil. Was läuft, das läuft. Definitiv. Richtig gut. So, morgen spielen wir dann das Adventure-Pack von anderem... Pack vom Schatten. Dark Pack. Schatten, ja. Dark Schatten. Midnight Museum, ne? Mitternachtsmuseum. Yes. Das kommt morgen. Mit Nightmare. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Wann auch immer ihr das Video schaut. Das ist, glaube ich, dein Text, ne? Irgendwie so ähnlich. Ja, fast. Aber ist egal. Und bis dann. Tschüss.